Hallo und herzlich willkommen zurück zu Clouds of Darkness 2. Jawohl, ich habe jetzt den ersten größten Teil des Grinds quasi hinter mir. Ich habe so lange Bäume verprügelt, bis es mal geregnet hat. Hier habe ich ein Wasser gesammelt, mir hier eine unendliche Wasserquelle gemacht. Ich habe soweit, Quests angenommen, beziehungsweise abgegeben. Wir hatten einmal, und the basic. Das Holz habe ich voll gehabt. Da gab es Night Vision, was zu essen und eine Bag, die müssen wir noch öffnen. Dann die Barrels natürlich. Da gab es Blueberry Seed und einen Eimer. Ziemlich geil, der Eimer. Der Eimer bringt einen sehr viel schnell weiter. Jetzt brauche ich Lava natürlich. Hier ist der Crook. Dafür gab es nochmal Essen, Night Vision. The Sith. Zum Siften, da habe ich das Chicken genommen und noch gar nicht gespawnt. Aber ich glaube, ich lasse es erstmal da, wo es ist, in seinem Ei. So, jetzt muss ich diese Cobblestones hier endlich mal zu Dust machen, damit wir mal den Crucible bauen können. So, was habe ich gesagt? Ich brauche genau einen Hammer. Der erste Hammer, den man bauen kann, ist zwar, heißt zwar Holz, ist aber aus Flint. Und Flint kriegen wir erst, wenn wir Gravels zersiften können. Und ja. Ne? Eins nach dem anderen hier. So. Erstmal brauchen wir einen Cobble-Gen. Und dafür brauchen wir Lava. So, Dusti-Dusti. Zack, zack. Okay, dann, ich habe kein Bone-Meal. Wo soll ich ein Bone-Meal herkriegen? Mist! Ach, kacke. Crucibile. Mist. Mist. Tja. Okay, das könnte ein Problem geben. Verdammt. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Mist, 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 Mist. Ups, Mist. Wir müssen die noch öffnen hier. Vielleicht ist da was super Gutes, Tolles dabei. Man weiß ja nicht. So, erstmal das weg. Alles wegtun, was man halt gerade so nicht so braucht. Der Eimer ist wichtig. Das Essen kann da bleiben. Okay, dann einmal Old Bag. Strawberry Soda. Oh Gott. Und ein Golden Egg. Oh, cool. Oh, weia. Müll ohne Ende. Goldenes Ei. Das macht aber, das könnten wir nutzen, aber es macht Bumm. Das ist das Problem, deswegen nicht meine schöne Plattform. Wo ist meine Bag? Ich hatte noch eine bessere Bag. Die ist weg. Toll. Warum? Wo ist sie hin? Ich hätte eine Great Bag. Scheißendreck, wo ist sie hin? Hey, das ist nicht cool. Ich hatte wirklich eine Great Bag. Und jetzt ist sie wirklich weg? Warum? Das ist nicht cool. Oh, jetzt bin ich traurig. Hier, Old Bag. Irgendwo gab es mal eine Greater. Okay, keine Ahnung. Aber. Starting Tools. Ja, da müssen wir erstmal hinkommen irgendwie. Das wird schwierig. Ups, so. Bones. Bones. Bones? Gut, das heißt, ich würde jetzt mal alle meine Sachen ablegen und gucken, dass ich da ein Stückchen rausbauen kann, vielleicht? Das wäre cool. Meine Fackeln. Auf jeden Fall. Ein bisschen mehr Fackeln. Ja. Und dann gucken wir mal, was da draußen ist. Aber ich glaube, das ist einfach nur nichts. Finstere, böse Dunkelheit, die uns auffressen will. Mal die Richtung. Wow. Wirkt schon ziemlich bedrohlich, muss man sagen. Ja, was wir jetzt machen müssen, ist eine Monsterfarm, ne? Eine Monsterfarm für Supplies. Supplies, Supplies.
Was war das für ein Geräusch? Das klang wie ein Pfeil, der verfehlte. Ja, nur ein bisschen. Ach, das ist voll gruselig. Alle drei Steps hier so ein Licht. Vorsichtig. Wenn wir jetzt fallen, ist es nicht ganz so schlimm. Also ich glaube kaum, dass ich hier selbst ständig runterfalle. Aber Sejour ist Sejour. So, warte mal, wie viele Blöcke haben wir denn hier? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14, 16, 18, 20. Okay, das heißt, 10 Blöcke muss ich noch. Zumindest 6 oder so. 1, 2, 3, 4. Wie viel habe ich hier? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Plupp. Licht. Okay. Dann fangen wir mal an. Ja, das übliche wieder so eine kleine, ne? Längst Monsterfarm. So, machen Blöcke. Und ein Crafting-Tisch. Einige Slabs. So. So. Was ist eigentlich, wenn ich mir Night Vision gebe? Was sehe ich dann mehr als vorher? Das ist eine gute Frage. 3 Minuten. Auch 3 Minuten, ja. Night Vision Potion. Wie braut man die? Mit goldenen Karotten? Oder Meterwarze? Fragt sich halt, wie schnell wir hier an den Meterwarze kommen. Das ist immer das Problem. Karotten sicherlich kein Problem sein. Wir haben ein paar Service Craft. Können wir sicherlich zwar recht breeden. Tja. Die große Frage der Fragen. Wie breit mag das Ding? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Dann noch ein weiter. Für einen Rand. Rand. So, dann so. So. Und so. Okay. Also. Ich gebe mir einen Rand von 3 oder so. Das ist, glaube ich, am besten. 1, 2, 3. Von einer mehr. Ja, passt schon. Für eventuelle Creeper-Explosionen, dass da nichts passiert. Fragt sich halt, was es hier für Monster gibt, ne? Ich habe mir die Mods ehrlich gesagt noch nicht angeguckt. Könnte schon witzig werden, das sage ich euch. So, wo muss ich das Slab hin tun, damit ich ja nicht durchfalle? Dorthin, ne? Hauptsache spawnen keine Monster außerhalb der Monsterfarm. Das ist wichtig. Nein. Das ist das Falsche. Okay, bei F7. Sagt alles gut. Erleuchte ich das jetzt mal da. Egal. Erstmal die Monsterfarm bauen und dann gucken, was noch so geht. Okay. So, Grundfläche. Ich brauche nochmal 3. 1, 2, 3.
Dann. Der Tisch. Wird Matsuna slap. Slappy slap. Und der kann hier in die Mitte. Schwupp. Wunderbar. Ja. Dann, wie mache ich es am cleversten? Das ist die Frage. Ich glaube, hier muss erstmal einer hoch. Erstmal gut ausleuchten. Kein unkontrollierter Spawn hier, das wäre nicht sehr gut. Okidoki. Soll ich doch einen Rand machen? Hier ist was. Ah, ne, es ist mein Island. Ich hält. Stimmt. Monster kann ich ja eigentlich über Karte sehen. Das ist praktisch. So, dann wollen wir mal hier hochbauen. Schwupp, schwupp. So ein Step hin. Wunderprächtigst. Aha, aha, aha. Zack. Wie hoch muss das Ding? 4 oder so, ne? Für Andy Mans. Mal kurz Leitern bauen. Leiter. Mein Gott. 3, nein, ein bisschen mehr, hallo. Und ein bisschen mehr Holz. Und dann ist die Monsterfarm fast fertig. So, 1, 2, 3. Habe ich genug Slabs noch? Ich glaube nicht. Hopp. Hopp. Und Dach drauf. Als erstes die Dinger hier, damit hier auch wirklich nicht spawnt. Die Angst des Spawnings. Gib mir das zurück. Vielen Dank. So. Und hopp. Komme ich ja noch dran? Okay. Und hier die fetzte Wand. Schwuppidi-wuppidi. Und dicht den Kasten. So, sehr schön. Ne? Basic Monster Farm, ganz klar. Hier wird jetzt so abgedichtet, dass hier unten nur noch ein halber Stütz frei ist von der Slab, der ja bekanntlich alles abdunkelt. Und dann können hier Monster spawnen, wenn man ca. 30 Blocks away ist. Ernsthaft, das ist halt ein einziges Slab, das ist doch echt fast ein Witz. Oh ne, ich muss das Ding hier auch wegmachen. Wunderbar, passt perfekt. So. Das noch weg. Das noch weg und das noch weg. Und jetzt. Ist ja aber ganz schön finster, meine Freunde. Können wir kurz mal Slabs machen und da vorne ein bisschen was hin tun. An Licht. Ja. Mein Drinnenlicht wird es nicht geben. Auch kein Streulicht, weil wegen, ne? Der Dunkelheit halt. So. Jetzt gehen wir weg und hoffen, dass da was Hübsches spawnt.
Und währenddessen müssen wir was essen. Was essen? Was essen? Was essen? Was ist mein Fairy Toaster? Sehr gut. So, wo ist mein Questbuch? Was steht als nächstes an? Als nächstes die Lava. Wie gesagt, dafür brauche ich erstmal die Bones. Das sind die ganzen Ohrdinger, die aus den Sachen rauskommen. Ich will auch mal jemals davon. 8. Oh jo, das ist okay. Kobbel. 32. Ja, da bin ich ja fleißig dran. Das ist hier Grindstone. Ach ja, genau, den Grindstone. Da müssen wir jetzt erstmal machen. Oder gibt es Gold dafür? Nice. Das gefällt mir. Apples. Storage. Was ist denn in Apples drin? 64 Apple. Ja, da bin ich auch dran irgendwie. Beim Abfällen der Bäume fällt ja immer noch so ein Apfel ab und zu damit ab. Und ihr da hinten spawnt. Aber wir müssen mal eben ganz in die Controls gucken. Für Journey Müpp. Zum In, zum Out. Oh nein, wo ist denn Add bitte als Taste belegt? Wollt ihr mich trollen? Hier. Non. So. Vielleicht einen raus. Hm, so. Dann können wir hier hinten rumfuchteln und dann hoffen, dass da hinten was spawnt. Hoffe, hoffe, hoffe. Lalalala. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn hoffentlich ein bisschen was gespawnt ist und ich es mit meinen bloßen Fäusten verprügelt habe. Und dann haben wir hoffentlich ein bisschen Knochen. Mal gucken. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.